Wer im Jahr 2017 ein Gaming-Notebook kaufen will, der hat zahlreiche Optionen. Um heutige Top-Titel flüssig spielen zu können, braucht es kein absolutes Top-Modell mehr. Ein Dell Inspiron 15 7000 Gaming mit 1050 Ti-Grafik für etwa 1000 Euro reicht da problemlos aus. Klar spielt man da die Games nicht bei allerhöchsten Einstellungen, aber man kann schon sehr zufrieden sein. Für den Enthusiasten, Pro-Gamer, der womöglich sogar an Turnieren teilnimmt oder für professionelle Streamer, ist nur das Beste gut genug. Kein Spiel darf mit weniger als 60 Bildern pro Sekunde laufen, kein Frame verloren gehen und kein verrückter Gameplay-Moment in einer Aufnahme ausgelassen werden. Mit dem Asus ROG G701 will der Hersteller genau diese Zielgruppe bedienen. Das Notebook aus der Republic of Gamers Reihe ist nur mit den leistungsfähigsten Komponenten ausgestattet und dazu zählt ein Intel Core i7 7820HK Prozessor, eine übertaktete Nvidia GTX 1080 Grafikkarte und 32 GB an DDR4 Arbeitsspeicher. Für genügend schnellen Speicherplatz sorgt eine M2 angebundene 1 TB SSD. Dadurch kann die Performance kaum schlecht sein, aber darauf werden wir etwas später einen Blick werfen. Vorher kümmern wir uns einen Moment lang um das Äußere des Notebooks. Mit einer Display-Diagonale von 17,3 Zoll, einem Gewicht von 3,6 Kilogramm und einer Tiefe von knapp 4 cm ist das ROG G701 natürlich ein Koloss. Allein schon seine Größe suggeriert, dass darin ein Performance-Monster stecken muss. Aber den Effekt verstärkt Asus natürlich auch bewusst durch das Design. Es ist in ein sehr hochwertig verarbeitetes graues Metallgehäuse gepackt, welches an unterschiedlichen Stellen von kupfer-goldfarbenen Akzenten verziert wird. Die Handablage bei der Tastatur ist schwarz, die Hintergrundbeleuchtung rot. Der Rahmen beim Display besteht aus Plastik und hat daher ein anderes Grau als das Gehäuse. Mein einziger Kritikpunkt hier ist, dass der Mix ein wenig zu viele Farben beinhaltet. Das dürfte aber die wenigsten Nutzer wirklich stören. Zudem ist das Notebook ja nicht hässlich macht. Das Design ist aufregend, wie es sich für ein Gaming-Notebook gehört. Aber Asus hat glücklicherweise nicht damit übertrieben. Die Verarbeitung ist vollkommen in Ordnung und daher muss man sagen, rein äußerlich passt alles. Das verbaute Display löst mit Full HD auf, was etwas wenig klingen mag, aber für dieses Gerät wirklich sinnvoll ist. Das liegt vor allem an der hohen Bildwiederholrate von 120 Hz, die man idealerweise dank G-Sync mit der Framerate synchronisiert hat. Beim Display hat Asus keinen unnötigen Schnickschnack verbaut, den Gamer nicht brauchen. Es gibt keinen Touchscreen, daher braucht es auch keine spiegelnde Glasoberfläche. Die Helligkeit ist gut und die Blickwinkel sind dank IPS-Panel ebenfalls perfekt. Die Farbdarstellung ist gut, die Kontraste gehen noch in Ordnung. Es ist kein Display, worauf Fotos bearbeitet werden sollen. Aber es ist genau das, was man als Gamer will. Die Tastatur beim Asus ROG G701 ist meiner Ansicht nach sehr gut und man muss schon sagen, dass diese Gaming-Tastaturen bei Laptops echt hervorragend zum Tippen längerer Texte geeignet sind. Das Layout ist überlegt mit großen Shift-Tasten, der Druckpunkt ist sehr gut, das Feedback vorhanden, sodass man immer weiß, welche Taste man gedrückt hat. Und dennoch ausreichend leicht, um jede Taste auch ohne festes Drücken betätigen zu können. Einzig der Punkt, dass es nur eine rote Hintergrundbeleuchtung gibt, könnte einige Nutzer stören. Wer eine RGB-Tastatur unbedingt will, kann sich sonst das schwere MSI Titan Pro ansehen, welches auch noch ein wenig günstiger ist. Mir persönlich reicht aber die einfärbige Beleuchtung der Tastatur aus. Das Touchpad ist ein sehr standardmäßiges Clickpad, wie man es von praktisch jedem Midrange-Notebook kennt. Es ist etwas schlechter als bei heutigen Top-Ultrabooks, aber für den Alltag auf jeden Fall ausreichend präzise. Man kann darauf ohne Probleme Videos bearbeiten und selbst einfachere Games lassen sich zwischendurch damit spielen. Bisher kann man sagen, dass gegen das Notebook nichts wirklich eingewendet werden kann. Es gibt allerdings tatsächlich eine Sache, die beim Asus ROG G701 enttäuschend schwach ist. Und das ist der Sound. Während ich sagen muss, dass ich von den Marketingpartnerschaften von PC- und Audioherstellern eigentlich nichts halte, scheinen sie doch irgendwie zu funktionieren. HPs Geräte mit Bang & Olufsen Logo bieten meist wirklich guten Sound. Genauso auch Lenovos Gaming Notebooks mit JBL Audio. Asus hat keinen solchen Partner und der Sound ist wirklich schwach. Dass es daran liegt, würde ich nicht sagen. Natürlich ist es so, dass die Audiohersteller ihr eigenes Image auch schützen wollen und daher nur dort ihr Logo draufkleben, wo auch guter Sound drin ist. Aber die Hersteller könnten das, denke ich zumindest, auch ganz allein. Asus hat es jedenfalls nicht geschafft und so ist der Sound beim Asus ROG G701 in manchen Games sogar leiser als der Lüfter des Notebooks. Die Bässe sind außerordentlich schwach, der Sound klingt einfach nicht kräftig und um manche Games wirklich genießen zu können, braucht es bei diesem Notebook eben Kopfhörer. Ein Headset hatte ich ohnehin verwendet, da es zum Skype mit Freunden anders ohnehin nicht geht, aber ein satter Sound wäre trotzdem beim Spielen alleine sehr wünschenswert gewesen. So, jetzt reden wir aber wirklich über die Performance von dem Ding und die ist, wie auch nicht, absolut großartig.
Selbstverständlich läuft jedes Game mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde bei höchsten Einstellungen. Aber bei der Hardware wäre alles andere auch eine Überraschung. Einfachere Competitive Games wie Rocket League, Counter-Strike oder League of Legends kleben förmlich an der 120 FPS-Marke und sehen dabei unglaublich flüssig aus. GTA 5 läuft mit höchsten Einstellungen bei 50 bis 80 Bildern pro Sekunde, je nachdem, wo man sich aufhält und was man tut. Die Windows Store-Version von Rise of the Tomb Raider läuft mit 80 bis 100 Bildern pro Sekunde und Battlefield 1 bleibt ebenfalls konstant bei 100 FPS. Alle Games selbstverständlich auf den höchstmöglichen Einstellungen. Bei Project Cars haben wir einen kleinen Härtetest gemacht und auf einer sehr kleinen Strecke mit 60 Gegnern gespielt. Der PC muss dabei unzählige Kollisionen berechnen und das natürlich bei höchsten Settings. Dabei sieht das Game atemberaubend gut aus und läuft dennoch mit soliden 30 FPS. Das ist allerdings eher ein sehr spezielles Szenario, auf das man online und im Karrieremodus nicht allzu häufig trifft. Sonst läuft das Game nämlich mit 60 bis 70 Bildern pro Sekunde flüssig. Im Akkumodus wird die Framerate leider auf 30 Bilder pro Sekunde reduziert, was sich aber in den Einstellungen ändern lässt. Die Akkulaufzeit beim Surfen im Netz beträgt knapp 4 Stunden und bei Last kommt man etwa auf eine Stunde. Asus liefert praktisch keine Bloatware mit, sehr vorbildlich, sondern stattdessen eine sehr praktische Lizenz für die Aufnahme- und Streaming-Software XSplit. Einzig Nvidia hat mich sehr enttäuscht mit der eigenen Software, da es mittlerweile einen Accountzwang gibt beim Treiber-Update. Wer nämlich den neuesten Grafiktreiber über die vorinstallierte Software installieren will, braucht erstmal einen Account. Dafür kann Asus zwar nix, aber von Nvidia ist das echt eine Frechheit. Der Asus ROG G701 ist das perfekte Notebook für absolute Enthusiasten und professionelle Gamer. Mit einem Preis von 3500 Euro ist es einzig und allein für diese Zielgruppe auch wirklich sinnvoll. Als mobiles Arbeitsgerät ist es mit 17,3 Zoll und 3,6 Kilogramm sowie einer Laufzeit von höchstens 4 Stunden nicht wirklich geeignet, wenn auch die Performance da ohne Zweifel mitspielen würde. Es ist auf keinen Fall ein Schnäppchen, immerhin bekommt man für das Geld auch einen besser ausgestatteten Desktop. Wer aber genau das zum Mitnehmen sucht, bekommt unserer Meinung nach nichts Besseres.